Dieses Video wird präsentiert durch EA Game Changers. Für weitere Infos checkt die Beschreibung aus. Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed. Wir sind in der Nähe eines Flamingos und den holen wir uns direkt. Und außerdem sind wir auf dem Weg zu einem Nachtrennen. Okay, die Offroad-Reifen hat er sicher nicht drauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der ist ja Offroad wirklich furchtbar. Ich komme nochmal mit dem Offroad-Auto dahin. Und ja, wir sind auf dem Weg zu einem Nachtrennen, das uns direkt auf Stufe 19 katapultieren wird. Ich war auch sehr, sehr begeistert davon, aber es ist ein Rennen mit 10.000 Erfahrungspunkten. Oder wie es so cool heißt, Rap. Also, keine Ahnung, wenn ich am Mittwoch die Folge hochlade, kann ich es auch ruhig wahrscheinlich dann Rap am Mittwoch nennen oder so. Könnte ja auch mal gut funktionieren. So, und hier drehen wir mal kurz in die Kurve rein. Jawohl, schönes Ding. Ja, und wir fahren heute die Corvette. Also Corvette, schickes Teil. Ich hab's ja schon letztes Mal. ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich unter anderem den Heckflügel sehr, sehr schön finde, wenn er quasi am Heck des Autos anfängt und nicht quasi oben drauf gesetzt ist. Hier muss ich sagen, vielleicht ist es ein bisschen zu tief, wo der angesetzt ist, aber trotzdem finde ich den sehr, sehr schick, den Heckflügel. Und das Rennen heißt Ring Racer. Wenn es nächstes Jahr gefahren worden wäre, wäre das quasi dann ich wahrscheinlich. Also, dann nicht mehr in Rennsimulationen, sondern auch so. Kleiner Teaser. Für Leute, die es interessiert, dranbleiben. Also nicht in dieser Folge, sondern allgemein. Bleibt dabei. So, let's go. 240 sind hier empfohlen. Mal gucken, ob die Leute ganz vorne irgendwie trotzdem noch 300 Punkte plus haben. Und der Wheeler ist wieder am Start. Alles klar, der hat wahrscheinlich seine 300. Okay, auf geht's. Die A-Klasse hat echt einen tiefen Sound. Alter, im fünften ist er ja super schlecht. Na, komm schon. Nein, das ist das Wasser. Oh Gott, Alter. Ich dachte mir, okay, wenn das ein Sprung ist, den du skippen kannst, dann mache ich das. Dann mache ich das auch. Alter, okay. Aber ich habe halt nicht damit gerechnet, dass wir da quasi übers Wasser springen. Ja, und der eine Dude ist 500 Meter weg, oder was? Das kann mir ja kein Mensch erklären. Der fährt auch vor allem die ganze Zeit neben der Strecke. Der ist hier so weit außen gefahren, dass er neben der Strecke gefahren ist. Was ist denn los hier? Okay, das ist auch ein 5-Minuten-Rennen, also kein Wunder, dass das hier 10.000 Punkte bringt. Komm schon! Keep pushing. Zum ersten Mal in dieser Region, glaube ich, mit den Highways.
Meh. Na, komm schon. Mmh. 160 km/h bergauf. Komm schon, du kannst doch sicher mehr. Ey, dieser eine Typ ist halt jetzt einen Kilometer entfernt. Alles klar. Bei der Bergauffahrt allein habe ich schon über 100 Meter verloren. Da kannst du halt nicht mehr machen als Gas geben. Jetzt sind wir wieder in langsameren Abschnitten. Jetzt komme ich, was die Meter angeht, zumindest wieder näher. Wahrscheinlich, was den Zeitenabstand angeht, überhaupt nicht. Alter, come on, ey. Das könnt ihr mir nicht erklären, dass eine Corvette es bergauf nicht schafft, über 180 km/h hinauszukommen, oder? Okay, der ist schon fertig mit dem Rennen. Alles klar. Ja, läuft. Läuft. Wie viele Leistungspunkte hat er? Ach, nachts siehst du das nicht. Okay. Ja gut, und wir sind irgendwo im... Ach du Schreck. Alter, okay. Irgendwo im Nirgendwo. Ja, kurz mal auf ein bisschen Erkundungstour gehen, oder? Hier. Schau mal hier die Gegend anschauen. So, ich habe mal die Stufe 18 Nachtherausforderung genommen. Zwei Cops ausschalten, ein Nachtevent mit 250 oder mehr Performance-Bewertung gewinnen und 5 Sekunden lang bei über 280 km/h bleiben. Auf jeden Fall schon mal hier schön zwei Sterne geholt. Ich bin in der Realität noch nie Corvette gefahren, aber ich behaupte mal, bergauf kann das Ding mehr als 180. Ach ja, warte mal. Wenn er hupt, hupe ich zurück. Na komm, pausieren wir hier mal kurz. Beenden die Nacht. Selbst so eine Nacht hilft dir, ein Gefühl für die Stadt zu bekommen. Ach ja, warte mal, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder zurückgesetzt, oder? Ich würde dir ja gern mehr anbieten, aber dann lande ich auf der schwarzen Liste. Aber geil, dass man trotzdem so krasse Teile anbieten darf, weißt du? Die Polizei ist die ganze Zeit hinter uns her, aber man darf so krasse Nitro-Teile und so weiter und so fort verkaufen. Finde ich clever. Ja, so oder so, gut, da könnte man jetzt sagen, es gibt auch Autos, zumindest im Ausland, da gibt es ja keine, da gibt es ja fast überall eine Tempobegrenzung mittlerweile, oder ich glaube überall, außer halt in Deutschland. Ich sag mal, so gut wie überall, weil ich nicht weiß, ob es wirklich überall eine gibt oder nicht. Auf jeden Fall, es gibt so gut wie überall eine Tempobegrenzung und, ja, da finde ich es halt einfach spannend, dass da trotzdem irgendwie super schnelle Performance-Autos gebaut werden. Obwohl du in den USA, glaube ich, auch nur ungefähr 130 oder so fahren kannst im Endeffekt. Bringt einem dann halt im Endeffekt überhaupt nichts. Aber gut, da könnte man genauso argumentieren, ja, da werden ja auch so Autos gebaut. Genauso, warum sollte man dir keine Tuning-Teile geben, die dich vermutlich schneller machen, als die Polizei es hier möchte im Spiel. Ich sehe, mein Argument ist entmachtet. Wobei das natürlich trotzdem eine interessante Frage ist. Warum baut man quasi... Gut, wahrscheinlich, weil es halt für einen weltweiten Markt
erforderlich ist, dass du dann ein Auto hast, was auch schneller ist. Aber trotzdem auch für den US-Markt. Oder sagen wir es mal so, wenn es nur für den deutschen Markt ist, dass die Autos unbegrenzte Tempos erreichen können. Tempi? Also, der deutsche Markt ist ja so entscheidend, dass man dann sagt, okay, wir bauen Autos, die auch über 200 von mir aus fahren können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Leute mit ihren Autos auf die Rennstrecke gehen, deswegen. So, hier ist wieder diese komische Ferro dabei. Und der Wheeler auch. Ey Gott, ey, die sind aber auch echt meistens schnell. Gute Reaktion von mir. Das ist geil. Unter der ersten Folge oder so habe ich auch mal jetzt einen Kommentar bekommen. Oh, du fährst echt wie ein Punkt, 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 Emoji, Affen-Emoji, wo ich mir dachte, okay, du schreibst aber auch echt wie ein Punkt, Punkt, Punkt. Und da habe ich das betreffende Emoji nicht gefunden für das, was ich sagen wollte. Aber, ich frage mich bei sowas immer, A, machen die Leute das wirklich an Need for Speed fest, wie gut du fahren kannst oder nicht? B, was für Wertungsmaßstäbe legst du da dran? In Relation zu einem E-Sportler, ob wir jetzt Need for Speed nehmen oder iRacing oder was auch immer, bin ich nicht schnell. Das habe ich auch nie angezweifelt. Aber wissen die Leute, was gut und was schlecht fahren bedeutet? Ich meine, wenn ich hier jedes Auto mitnehmen würde, okay. Wenn ich das Auto nicht gerade auf der Strecke halten könnte, okay. Boah. Alter, hat überhaupt nicht darauf geachtet, wo die Strecke gleich verlaufen könnte. Sowas finde ich dann immer sehr lustig. Ich denke mir immer so, naja. Kannst halt nicht jedem recht machen, ne? Dann soll er einem E-Sportler zuschauen. Aber ich bezweifle, dass sehr viele E-Sportler Need for Speed spielen werden. Ey, dieser komische Ferro schon wieder, ey. Der hat schon wieder gewonnen. Ich fasse es nicht. Kann er mich mal ein Rennen gewinnen lassen mit 240 plus Performance? Das ist langsam schon echt assi, was der Typ macht. So, da gibt's ein schönes Rennen. Schalte zwei Kopfs aus. Ich finde, es sollte extra Punkte geben, wenn man Flamingo im Rückwärtsgang kaputt macht. 229 Reputationspunkte, ach du Schreck. Da ist das Rennen. Hab schon kurz überlegt, so, wann kommt's? Rage. Ja, dieses Jahr der zweite Teil erschienen mit Rezo auf dem Cover, das gute Rage. Fand ich spannend. Hab's mir aber nicht angeschaut. Es ist halt echt mittlerweile so, es sind unfassbar viele Spiele, die erscheinen. Und das klingt jetzt wahrscheinlich so ein bisschen nach, keine Ahnung, altem Mann, der mittlerweile so ein bisschen die Spielebranche nicht mehr versteht oder so, aber. Nee, ganz ehrlich, es ist halt wirklich so ab einem gewissen Punkt, dass ich mir dann immer denke so, na gut, was kann mir das Spiel Neues zeigen oder was macht es sehr, sehr, sehr gut, was quasi die alten Spiele nicht gemacht haben. Gut, bei Rennspielen muss ich sagen, reicht mir einfach ein gutes Rennspiel, weil ich das Gameplay dann sehr geil finde. Wobei ich auch bei vielen Rennspielen mittlerweile sage, hey, wenn ein neues Rennspiel nur in Anführungszeichen gut ist, spiele ich auch gerne mal die älteren Rennspiele. Deswegen spiele ich auch die ganzen alten Arcade-Games aktuell wieder mal und streame die immer und immer wieder. Test Drive Unlimited unter anderem fällt auch darunter. Aber ja, bei vielen Games denke ich mir halt einfach so, ja, mag wahrscheinlich nett sein, sowas wie halt Rage. Da wirst du dich in ein, zwei Jahren dann... Ja genau, halt einfach mitten auf der... Kreuzung an! Okay, wobei bei der Polizeiverfolgung sagt, es ist vielleicht sogar sehr klug, das zu machen. Kann natürlich sein.
Wie dem auch sei, Rage fällt so ein bisschen darunter für mich, dass ich mir halt denke, ja, hat wahrscheinlich so das klassische Software-Doom-Wolfenstein-Gameplay, aber... Wer wird sich da in 2 Jahren dran erinnern, so? Wow. In dem Rennen geht auch echt alles schief, ne, oder? Oh Gott, und jetzt kommt auch noch das dazu. Was geht? Das ist pures Chaos, dieses Rennen. Takedown. Das gibt nur 42 Punkte, wenn du einen Polizisten ausschaltest. Was soll das? Also nehmen wir im Ernst, es soll viel mehr Punkte geben. Sorry, ich habe mehr Respekt vor jemandem, der, sagen wir mal, in der Verfolgungsjagd 10 Autos ausschaltet, als jemand, der ein Rennen als Dritter beendet oder so. Und der andere Polizist, als wäre nichts geschehen, cruist da nur rum. Ja gut, und um diese Ausführung nochmal irgendwie zu einem Abschluss zu bringen und abzurunden, Rage 2 gehört für mich so ein bisschen dazu, braucht man nicht vielleicht unbedingt zu spielen, es sei denn, man findet es sehr, sehr cool gerade, irgendwie den Stil und so. Und ja, als ganz krasser Gegenbeweis dazu hält natürlich sowas wie Death Stranding aktuell her. Death Stranding ist halt so eigen und so einzigartig dann in seiner Machart, dass ich mir denke, hey, das ist auf jeden Fall mal was richtig, richtig Neues und ich da halt auf jeden Fall Bock drauf habe. Ein Beispiel für ein Spiel, was einfach alles sehr gut macht, was es macht, ist zum Beispiel dann Horizon Zero Dawn. Das ist so gut, dass ich sage, hey, theoretisch hast du das halt in hunderten Spielen gehabt schon, diese Ubisoft-Formel mit Türmen, Open World, irgendwelche Logos auf der Karte, die du alle abarbeitest. Aber Horizon Zero Dawn macht so gut, dass ich das einfach super gerne, ich glaube sogar auf Platin fast gespielt habe. Ich glaube, ich bin ganz, ganz, ganz nah an Platin gewesen. So, warte mal, Stufe 20. Okay, einfach geradeaus. Und der Polizist hat mich nicht entdeckt. Sehr schön. Ja, und dementsprechend, wie gesagt, gibt auch aktuell so einige Spiele, wo ich mir immer wieder so überlege, so, hey, holst es dir nicht? Gut, beim neuen Call of Duty habe ich zum Beispiel gemacht. Sind, haben die Cops was zu tun. Das ist halt überhaupt nicht meins gewesen, das neue Modern Warfare, weil da sind unheimlich viele Camper, du hast große Maps. Meistens sind sie halt so groß im Vergleich zur Spielerzahl, dass du halt leider, die meisten Spiele, die werden nach Zeit entschieden, also nach Zeitablauf. Und nicht mittendrin. Was war das für ein verpixeltes Bild bei dem Ford, was glaube ich gerade? Oh, wir haben viele Autos freigeschaltet. Nice. Ah, so ein Golf wäre nett. Der Subaru, der hat Tuning-Bewertung 10. Und könnten auch natürlich mal ein SUV fahren. Oder die Corvette irgendwann uns kaufen. Ja, aber, Call of Duty hatte zu viele Camper. Hatte zu viel, Stuff, wo es mich geärgert hat einfach. Und, Ich weiß, unser Streit war heftig, aber Anna hat sich immer noch nicht bei mir gemeldet. Und ich ruf sie bestimmt nicht an. Ja, so eine Drama-Queen, ey. Ja, wir haben es verstanden. Ihr habt euch in die Haare gekriegt. Fand ich schade, aber gut. Ansonsten gibt's immer und immer wieder viele, viele neue Spiele, die irgendwie jährlich erscheinen oder so. Ich habe zum Beispiel FIFA 20 mal gespielt und da habe ich auch so gemerkt, nach ein, zwei Partien, so wirklich catcht es mich nicht und ey, ich find's immer noch irgendwie doof, dass du immer hier spawnst. Warum kann ich wenigstens hier schnell reisen, wenn ich noch kein Heat-Level habe? Ja, kann ich. Cool. Das finde ich geil. Das freut mich jetzt wieder. So, dann nehmen wir mal das Rennen hier. Oder kommt irgendwas mit Performance? Oder haben wir diese Herausforderung schon geschafft? Ich guck mal kurz. Ich habe auch einen Polizisten... Jawohl, einen Kopf haben wir ausgeschaltet. Gut, jetzt kann ich nehmen, welches Rennen ich will. Und wir nehmen natürlich mal ein neues Rennen. Dann sehen wir mal ein bisschen mehr von Gameplay, Spielwelt und so weiter und so fort. Ja, aber bei FIFA habe ich auch ein, zwei Matches auch gemerkt, hey, das catcht mich irgendwie nicht. Das kannst du vielleicht mal hin und wieder einlegen kurz. Aber so, dass ich sage, hey, gut, FIFA 20, das hole ich mir. Gut, ich habe es eh in Origin Access dabei, aber... das war jetzt nichts, wo ich mir dachte, hey, muss ich mir unbedingt direkt holen.
Und ja, so geht's mir mit vielen Spielen mittlerweile. Auch beim neuen Doom bin ich zum Beispiel nicht so wirklich gehypt. Auch bei wirklich die beiden Games, die jetzt noch kommen, die mich wirklich relativ brennend interessieren, sind Last of Us 2 und Cyberpunk 2077. Sonst echt relativ wenig tatsächlich. Ich überlege gerade, gibt's noch Games, die mich hypen? Also hypen ist eh bei mir immer schwierig, weil mich kannst du wirklich nur hypen, wenn du mir irgendein Gameplay zeigst und irgendwas zeigst, wo ich mir denke, boah, geil, das, da, wo ich etwas als klar geil identifizieren kann. Wenn mir jemand sagt, ey, wir haben zum Beispiel in unserem Rallye-Spiel haben wir super enge Etappen, ja, die super, super schmal sind, die eine super schmale Strecke haben, dann denke ich mir, geil, finde ich super. Und das hypt mich dann schon, wenn ich sage, hey, das ist ein Spielelement, das finde ich sehr, sehr cool. Wenn aber so ein Trailer oder so kommt und alle sagen, boah, hast du den neuen F1-Trailer oder so gesehen, denke ich mir immer so, ah, habe ich. Ist halt ein Trailer, ne? Und weiß nicht, ich lasse mich von so vielen Sachen halt mittlerweile nicht mehr hypen. Und war auch, glaube ich, nie so richtig krass empfänglich für sowas. Auch bei Forza Horizon 4 war ich zum Beispiel relativ wenig gehypt, wobei ich da sagen muss, Forza Horizon 3 war halt so, ja, Forza Horizon 1 fand ich sehr, sehr cool, 2 hat mir auch tatsächlich nicht so enorm gefallen, ich weiß nicht warum, aber ich wurde damit nicht warm. Forza Horizon 4 finde ich super, das ist ein extrem gutes Spiel. Gut, und ich muss eins immer sagen, ich hoffe, die Leute, die diese Fragen stellen, gucken das jetzt auch. Wobei das erfahrungsgemäß meist die Leute sind, die dann irgendwie kurz mal fragen, hey, würdest du das Spiel empfehlen, und dann irgendwie, keine Ahnung, nach 5 Minuten gucken, nicht mehr weiter gucken. Einen Kopf gecrashed, was? Ja, aber wenn jemand fragt, hey, lohnt sich das Spiel? Es ist halt immer so eine Sache, ne? Kannst du jemandem irgendwie ein Spiel empfehlen, wenn du zum Beispiel nicht mal seine finanzielle Situation kennst? Oder wenn jemand sagt, ja gut, lohnt es sich, wenn man schon Forza Horizon 4 hat, wo ich mir denke so, ja, keine Ahnung, bist du von Forza Horizon 4 gelangweilt? Ist aber so, wenn du Forza Horizon 4 täglich noch 3, 4, 5 Stunden spielen kannst und es immer noch geil findest, ist halt auch die Frage, musst du dir dann ein neues Spiel holen? Hättest du mit diesem Spiel Spaß? Keine Ahnung. Wenn du mir sagst, hey, Payback fand ich okay, dann kann ich dir sagen, ja, dann wirst du Heat cool finden. So, entscheide selbst, wie viel du dafür ausgeben willst, das ist eh immer klar. Aber Heat wirst du dann, denke ich mal, sehr, sehr cool finden. Wenn jemand sagt, ich war von Heat, von Payback ernüchtert, würde ich sagen, ja, Heat, kannst du vielleicht mal eine Chance geben. Guckst dir dann vielleicht mal im Sale an oder so. Aber wenn jemand sagt, ja gut, keine Ahnung, weißt du, das ist halt so schwierig, andere Serien immer miteinander zu vergleichen. Also kann ich dir Battlefield, nein, empfehlen, wenn du Call of Duty magst? I have no clue. So, jetzt aber. Da hat das Gummiband vielleicht kurz mal eingesetzt. Schönes Ding. Ja, aber ich kann auf jeden Fall sagen, jeder, der mit Need for Speed allgemein Spaß hat, der wird hier auch Spaß haben. Und jeder, der in den letzten Jahren jetzt immer weniger Spaß hatte, der kann ihm auf jeden Fall eine Chance geben. Weil ich bleib dabei. Ich würde sagen, seit mindestens Pro Street ist es das beste Need for Speed, was wir hatten bis jetzt. Also wirklich, Need for Speed, Payback 2015, auch Hot Pursuit aus 2010, auch das Most Wanted, das neue, fand ich nicht so gut. Auch Rivals, das ein viertelstündiges Tutorial hat für Racer und für Cop, wo dir erklärt wird, wie du Gas geben musst. Und 30 FPS Lock auf dem PC. Was war das denn? The Run, fand ich, hat eine coole Prämisse gehabt, aber war auch weird. Shift 2, Shift. Ey, sorry Leute, ey. Das wurde damals als Rennsimulation diskutiert, wo ich mir dachte, in keinem Rennauto lenkst du ein und das Auto driftet. Nein, das ist keine Rennsimulation, das ist Blödsinn, das Spiel. Okay, dann eben auf die Wartetour. Okay, komm her. Ich versuche gerade den Fahrer einer Chevrolet Corvette zu schnappen. Ich wollte linksrum ausweichen, weil ich den BMW gleichzeitig überholen wollte. Haben das alle
Ich wusste nicht, ob er es schafft. Gut, mein Schnitzer. Ah ja, ich finde viele Ideen halt einfach geil. Tages- und Nachtrennen finde ich auch cool, das System. Ich finde halt, es ist manchmal ein bisschen untererklärt vielleicht an einigen Stellen, aber ansonsten die ganzen Systeme finde ich eigentlich cool. Fahrphysik würde ich, wie gesagt, immer noch sagen, Forza Horizon 4 ist da näher am Sweet Spot dran. Also für mich ist die Fahrphysik da halt extrem gut. Aber Heat ist da auch schon recht gut unterwegs. Hui! Hier in der nächsten Folge werden wir dann nochmal ein deutlich schnelleres Auto wahrscheinlich haben. Vielleicht testen wir dann nochmal ein Drift-Auto. Das wäre ein US-amerikanisches Auto, was ich im Auge hätte. Gut, ansonsten muss ich mal schauen, was wir uns holen. Ich hätte halt auf einen, oh Gott, auf einen BMW extrem viel Lust, wobei ich da nicht weiß. Ach komm, ich rede mal Klartext. Ich hätte mega Bock auf den M4, aber ich weiß nicht, ob ich mir das Cabrio holen soll oder das Coupé. Ich finde halt das Cabrio geil, wobei das wahrscheinlich einfach nur der weiße Lack ist, den ich super finde. Oh. Alter! Was war das denn, Weirdes? Was hat mich da ausgehebelt? Vor zwei Folgen noch die Physik gelobt nach Sprüngen und sowas und jetzt gibt's da irgendeine Bodenwelle, die so super, super weird ist. Alles klar. Komm, den Miro holen wir noch einen. Alter, ey, wow. Der hat nicht mal einen Blinker gesetzt, der Kerl. Das ist immer das Gleiche, nicht mal einen Blinker gesetzt. 4300, so, warte mal, hier kurz reinfahren. Eieiei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, 5490 gibt's hier. Bin ich denn aktuell auf Level 21? Nee. Ziemlich klappt nicht. Gut, aber ich würde trotzdem sagen, wir haben heute Level 20 erreicht. Komm, wir schalten noch einen Kopf aus. Easy, machen wir. Komme ich denn hier zum Flamingo? Okay, ist wahrscheinlich da drunter jetzt hier. Schönes Ding. 330 Pünktchen gibt's jetzt. Das hat schon mal nicht so funktioniert. Schöne Undercover-Attacke. Ich hab dich nur bei dem Bagatellvergehen erwischt. Also komm schon, fahr recht dran. Tu jetzt, was ich dir sage, damit wir die Sache endlich abhaken können. Du kannst nirgendwo hin. Zentrale, wir sind wieder an derselben Zielperson dran wie vorhin. Jawohl, komm her. Passt da drauf, dass ihr nicht auf die Straße kommt. Also
draußen auf dich auf. Die Cops machen jetzt offenbar ernst. Die sind euch jetzt entspannt. Ich hab die eine mit Stufe 2. Ich finde es halt super seltsam, dass man selbst Schaden bekommt, während man eigentlich ganz klar die Dudes rammt und denen eigentlich mehr Schaden ausrichten müsste. Komm her. Ich klopfe unsere 4 Personen jetzt weich. Alter, der Schaden. Was? Nein. Okay, eine Reparatur noch. Alles ganz entspannt. Alles ganz entspannt. Okay. Und jetzt? Ist da oben eine Drohne? Nee, ist ein Helikopter. Ja, was für eine krasse Farbgebung der Himmel hat. Oh. Hey, was geht ab? Heat Level 3. Polizeifunk ist die Hölle los. Irgendwer hat die Cops so mächtig verärgert. Zeigt der Eingang höher. Ihr kriegt Verstärkung durch aufgerüstete Aua. Menü schließen, habe ich gewundert, wie ich das jetzt wohl mache. Holy moly, ey! Oh, das war geil! Yes, baby! Alter, krass! Boah! Ah, wollen wir es auf Heat Level 4 oder 5 bringen? Ja, ich habe eine 500.000 Kohle, warte mal. Bevor ich was Dummes mache. Kurz mal zur Tankstelle. Wupp, wupp. Kurz mal ein Beefy kaufen. Ey, ich habe gerade mal geguckt. Wisst ihr, was ein Beefy Roll... Also entweder Beefy Roll oder Beefy Roll XXL. Wisst ihr, was das pro 100 Gramm für Kalorien hat? Die Crews sind doch keine Gegner für uns. Erinnern wir sie daran, mit wem sie es zu tun haben. Rund 460. Du solltest die Nacht rennen vielleicht sein lassen. Zumindest, bis sich der Sturm etwas gelegt hat. Nee, Mann, ey, das ist richtig gut. Das mache ich gerne nochmal. Oh Gott, wir sind unmittelbar vor Level 22. Wie krass ist das denn? Spring 90 Meter weit. Na gut. Das machen wir beim nächsten Mal. Und mal mit einem neuen Auto vielleicht. Aber hey, 460 Kalorien. Ja gut, das ist halt dann in dem Fall irgendwie Weißbrotkram und fettige Wurst. Aber trotzdem, what? Das hat mich super irritiert. Selbst Haribo hat
mit seinem krass vielen Zucker nur 300 noch was. Naja, whatever. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ihr Lieben. Diese Info sollte doch definitiv für einen Like reichen. Und vielleicht fahren wir dann nochmal irgendwie... Ey, komm, wir tunen nächstes Mal ein Auto und fahren damit auf Heatstufe 4 oder 5 hoch. Und gucken mal, wie weit wir kommen. Oder? Klingt nach einem Plan, oder? Ja, da würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Joint gerne der Crew und bis zum nächsten Mal.